Und da bin ich auch schon wieder mit GTA Vice City. Wieder vor der Druckerei. Diesmal schaffen wir die Mission ja wohl, oder nicht? Wir können uns ja noch mal den Film ansehen. Okay, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Richtig so. Da sind sie, die elenden Steuereintreiber. Die schnapp ich mir. Steuereintreiber, sag ich schon. Schutzgeldeintreiber. Ich bin bestens vorbereitet. Ich brauche meine Wunderwaffe. Ich habe mich nämlich extra nochmal ausgerüstet jetzt. Ich habe jetzt... Warum hat das jetzt geleggedet? Geleggeleckt? Na egal. Los geht's. Wow! Oh, Respekt. Ah, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Ich liebe dich, Bullenauto. Oh, hallo. Lol, die sind schon in der Bootswerft. So viel zum Thema Abfangen. Ich stelle mich hier wieder an wie der erste Mensch. Da fahre ich lieber direkt zu Sunshine-Autos. Und warte dort auf ihr Erreichen. Elendes Pack, lasst meine Bootswerft in Ruhe. Ich fahre den aber trotzdem schon mal ein Stück entgegen. Mafia verlässt die Bootswerft. Also ich bin bereit. Hey, Eintreib erledigt. Es kommen weitere. Och nö. Also auf zu den nächsten Eintreibern. Ihr werdet kein Geld von mir sehen. Keinen einzigen Cent. Nicht ein Cent. Keinen. Finger weg. Dadam, 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 dadam. Oh, die kommen hier lang. Verdammter Steuereintreiber. Wartet nur ab, ich krieg euch noch. Oh, ich sehe schon, wo die hinwollen. Die wollen zum Autohaus. Oder doch nicht? Ich verstehe die gerade nicht. Doch, die wollen zum Autohaus. Diese Schweinebande. Noch mehr Steuereintreiber. Ah. Wie viele wollen denn noch kommen? Wieso bekomme ich überhaupt Polizei? Die waren auf meinem Grund und Boden. Ich durfte es tun. Diese elende Forelli-Bande hier, Drecksmafia. Ich bin für die in den Knast gegangen und so danken die es mir. Das ist meine Stadt, die soll mich gefälligst im Frieden lassen. Ich brezel den jetzt voll rein. Und ich krieg dich. Erfüllt. Sehr gut. Mit mir eben nicht, Leute, mit mir nicht. 30.000 bekommen, das hatten die schon dabei. Hatten die mir geklaut. Und jetzt warte ich eigentlich auf ein Telefonat. Auf einen entscheidenden Anruf für uns. Die letzte Mission ist nämlich nicht mehr fern. Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. Und damit darf ich euch jetzt auch, glaube ich, schon sagen, dass wir uns in der letzten Mission von GTA Vice City befinden und somit auch in unserem letzten Part. Sofern ich das Ganze überlebe, natürlich. Aber ich tue natürlich mein Bestes dafür.
ich brauche noch ein bisschen Munition. So, meine Wunderwaffe wieder nehmen. Und jetzt heißt es, zu Lance zu gehen. Letzte Mission, wir kommen. Es wird Zeit, dass diese Stadt endgültig unser wird. Und wir das erreichen, das werdet ihr gleich sehen. Auf ins Büro. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Dann wollen wir mal. Tommy! Sonny! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. Ach, Quatsch. Only someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. Verräter. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Nice. An mein Geld kommt keiner ran, das sage ich euch jetzt schon. Versucht's ruhig, versucht's ruhig. Du kommst hier nicht rein! Weg! Oh fuck, die kommen hoch. Bleibt unten! Und zwar alle. So. Wer sonst noch wäre mein Geld? Verschwindet! Das ist mein Geld. Meins! No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick! Oh, you think so? Lasst mich in Frieden! Verschwindet! Verdammt, ich muss hoch. Ich bin nicht am Ende, du bist am Ende, du elender Verräter. Stirb. Verdammt, seht euch mein Geld an, die sind unten am Tresor dran. Jetzt muss ich mich beeilen, ich will mein Geld nicht verlieren.
Oh, jetzt kommt Sonny persönlich. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you. Es wird Zeit für Rache. 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Oh fuck. Stirb! Jetzt habe ich dich. Und das war's. Wir haben es geschafft, die Stadt gehört uns. Wir haben keine Feinde mehr. Sonny Forelli ist erledigt. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge! I mean that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief. And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? So Leute, das war's also. Wir haben es geschafft, GTA Vice City. Wir sind durch, die Stadt gehört uns, beziehungsweise Tommy. Boah, wir haben eine Menge gemacht, viele Nebenmissionen. Wir haben nicht alle Nebenmissionen gemacht. Viele Sachen habe ich nicht gemacht, weil ich keine Lust drauf hatte, wie zum Beispiel eben die Krankenwagenmission oder auch die Polizeimission. Die beiden Sachen haben wir nicht gemacht. Aber das sind halt eben auch nebensächliche Missionen. Rennen etc. haben wir ja gemacht. Alle Geschäfte eingenommen. Wir mussten massenhaft an Fails ausbaden. Wenn ich euch nur noch einmal an die Mission mit den Amazonenkriegerinnen, sage ich mal, zurück erinnern darf, tun, gemachtet, wie auch immer. Tolles Deutsch. Oder auch an die Taximission, wo wir ungewollt immer wieder ins Wasser gefallen sind. Es war schon nicht immer einfach, aber wir haben es erfolgreich geschafft. Die Mission abgeschlossen. Die Stadt eingenommen, Tommy Vercetti ist jetzt der Herr in Vice City. Forelli gibt's nicht mehr. Der Verräter Lance wurde zur Strecke gebracht. Ich habe das von Anfang an gewusst, dass das so kommen wird. Und nicht, weil ich das Spiel schon durch hatte. Das hatte ich schon beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe, geahnt. Weil der ja immer wieder angerufen hat. Ah, du behandelst mich so schlecht. Jetzt haben wir es also geschafft. Wieder ein Spiel und Projekt beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dazu zu schauen. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie ich gespielt habe. Das Spiel dürfte euch ja sicher gefallen haben. Das sehe ich an den Klicks, die ich immer wieder bekommen habe. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch das Spiel zu zeigen. Auch einige der Nebenmissionen. Auch wenn mich die Fails manchmal ziemlich auf die Palme gebracht haben, aber ich fand's toll. Mein erstes GTA, damals bekommen von Isaac LP. Und damit endet jetzt auch dieses Projekt halt. Wir sehen uns dann in anderen Projekten, denke ich mal, sofern ihr das wollt. Vielleicht sehen wir uns auch in ein paar älteren Projekten. Auf jeden Fall sehen wir uns. Und bis dahin, macht es gut, euer Lord Peter.